Und das sind die Pillen, mit denen du unsichtbar wurdest, oder was? Genau, das sind die Pillen. Bist du bereit dafür? Nein. Doch. Und schlucken. Kaum noch. Schmeckt aber nicht. Ich schwöre, mein schmeckt. Mm-mm. Alter, dauert lange, ne? Mm-hmm. Und jetzt schlucken. Ach, merkst du was? Es hat geklappt. Oh, bei Danilo hat es auch geklappt. Danilo, ja, wach auf. Was denn? Du bist auch unsichtbar. Wie? Guck dich an. Oh mein Gott. Junge, wir sind einfach beide unsichtbar. Ja, komm, lass uns los. Das wird so ein geiler Tag. Siehst du, Junge? Ich hab dir doch gesagt, das ist richtig geil, oder? Ey, das fühlt sich einfach an, als würde die Luft durch mich durchgehen. So. Ja, wir sind einfach Geister, guck. Niemand sieht uns. Wir sind einfach Geister. Krank, ne? Auf jeden Fall. Ist übergeil, Junge. Ich hab dir gesagt, unsichtbar zu sein ist das Beste, was es gibt. Aber ich hätte mir das nicht so krass vorgestellt. Das ist aber krass. Komm, lass erstmal da lang. Hey Danilo, eine U-Bahn! Lass mal runter und gucken, was da los ist! Hey Jammer, komm mal! Schluss, komm! Komm! Siehst du? Ich hab dir gesagt, unsichtbar sein ist das geilste Gefühl auf dieser Welt. Und vergiss nicht, jeder hört uns, aber niemand sieht uns. Echt jetzt? Ja, natürlich! Ich kann mich ausziehen! Du kannst dich einfach frei fühlen! Und ey, da du jetzt auch unsichtbar bist, denkst du, wir können ineinander durchspringen? Hey, lass mal probieren. Okay, mal noch. Okay. Und los! Oh. Oh. Ah, fuck, Alter, das klappt nicht. Ah. Scheiße. Guck mal den an. Schon wieder stimmt. Ich war doch gestern erst mal bei Therapeuten. Siehst du, Danilo? Er hört uns, aber er sieht uns nicht. Er denkt, er ist durchgedreht. Lauf weiter. Lauf weiter. Hier ist doch niemand. Hier ist keiner. Ja, lauf einfach so weiter. Diese Stimme im Kopf, warum hör ich nicht auf? Ich habe gestern erst bei der Therapie das näher erhofft. Will er nicht. Komm, lass hinterher. Komm, komm. Komm. Die Stimmen sind endlich weg. Oh nein, 20 Minuten. Ich kann nicht so lange warten. Warum hör ich wieder Stimmen? Das ist schlimm. Zum Glück sind sie weg. Wer ist weg? Ja, oder? Ich dachte, ihr seid weg. Nein, hallo? Wir sind da. Hallo. Hier. Ich muss meinen Therapeuten abrufen. Nein, ruf ihn nicht an! Ruf ihn an! Nein, ruf ihn nicht an! Doch, bitte! Tu es! Nein, ruf ihn nicht an! Es tut mir doch leid, dass ich geboren wurde. Ah, ey, Danilo! Ja. Siehst du den Typen gegenüber? Ja, hab ich gesehen. Lass sie mal aufeinander hetzen! Aber so richtig! Ja, ja! Okay! Was hetzt was? Los! Ich fang an, okay? Ja! Ich will nicht! Ey, du Hund gegenüber! Was denkst du, wer du bist? Redest du mit mir? Ja, genau du! Ja, du! Du Hund! Was beleidigst du mich ohne Grund? Ich hab doch nichts gesagt, sind die Stimmen in meinem Kopf. Gehst du mit mir, du Penner? Nein, ich hab doch nichts gesagt, nein. Natürlich hab ich's gesagt. Nein. Er hat's gesagt. Nein. Er hat's gesagt. Nein. Also ich meine, ich hab's nein. gesagt. Ich hab's gesagt. Komm mal jetzt. Nein. Komm, nein. Komm. Nein. Komm, du Hund. Wie Hund? Ich bin ein Hund. Ich hab komm, nein. Du Hund. Ich mag Hunde. Warte, was ich mit dir jetzt mache. Ich bin schon. Ey, perfekt, dann wir haben's schon gesagt. Er wird sie dir schlagen. Nein. Ey. Keine Schuld. Du bist doch, du sehen, was du davon. Ey, komm her! Ich hab dich noch zu kennen! Danilo, wer ist Danilo? Versteck dich dahinter! Lass ihn beobachten, er wird dich jetzt schlagen! Komm, lass hier hinter! Lass von hier aus zugucken! Was bist du so frech, Junge, hä? Er wird ihn jetzt so safe schlagen! Er kriegt wegen uns Schläge! Ja, aber wegen uns! Ich hab doch wirklich nichts gemacht, ich war das doch nicht! Das war nichts in meinem Kopf! Den nimmst du runter, hä? Ich hab wieder so frech! Oh! Was eine Bombe! Penner, beleidige mich nie wieder! Wegen dir verpasse ich meine Scheißbisse. Oh shit, Danilo, ich glaube, er hat ihn umgebracht. Er bewegt sich nicht mehr. Sind wir jetzt schuld daran? Nein, warum sollen wir denn schuld daran sein? Was haben wir denn gemacht? Hab ich ihn geschlagen? Hab ich ihn geschlagen? Sag mir. Nein. Ja, also, warum sollen wir Schuld daran haben? Guck mal, Danilo! Seine Seele ist einfach rausgekommen. Oh, mein Körper fühlt sich voll leichter an. Bin ich gestorben? Die Bombe tut immer noch voll weh.
Er ist einfach ein Geist geworden. Hä, wir können ihn einfach sehen. Ja, natürlich können wir ihn sehen. Er ist einer von uns jetzt. Hä, wie? Also, er ist wirklich gestorben, ne? Ja, wir nicht. Ey, lass mal zu ihm. Lass uns mal vorstellen. Okay, komm. Komm. Oh, was macht ihr denn jetzt? Siehst du uns? Was sagt ihr? Hallo, wir sind auch Geister. Ich sehe euch. Wir sind auch Geister. Geister? Ja. Ja. Ich bin ein Geist. Ja, du bist ein Geist. Warum bin ich ein Geist? Wir sind die Stimmen in deinem Kopf gewesen. Wir? Wir wegen euch bin ich gestorben? Ach so, nein, du bist wegen ihm gestorben. Nein, du bist wegen ihm. Nein, wegen ihm. Ganz ehrlich. Ich bin wegen euch beiden gestorben. Ja, wir waren's. Ja. Wir waren's. Aber vielleicht bist du gar nicht gestorben. Vielleicht musst du einfach wieder... Da liegt aber zu Körper. Geh nochmal in der Körper. Los. Hoch. Hat nicht... Hoch. Ich probier's mal. Geh mal zur Seite. Nein, probier nicht. Geh doch mein Körper in Ruhe. Was soll das? Es klappt nicht. Oh, Scheiße, Alter. Mann, wegen euch bin ich gestorben. Ja, ich weiß, tut uns leid. Aber wisst ihr was? 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 Danke, Mann. Hä? Warum danke? Wofür? Wieso? Ich habe jetzt keine Probleme mehr. Ich habe jetzt keine Schulden und kann in Frieden ruhen. Ciao, ciao. Probleme? Denk doch mal nach. Wir haben ihn von seinen Problemen gerettet. Wir haben was Gutes getan. Junge, wir haben einfach aus Versehen was Gutes getan. Wir sind einfach... Heroes. Wir sind Heroes. Junge, geil. Oh mein Gott. Komm, lass uns weiter. Junge. Lass uns weiter. Krass. Ich hab zum ersten Mal in meinem Leben meine Seele gesehen. Junge, ich kann jetzt immer noch nicht glauben, was da gerade passiert ist. Ich selber auch nicht. Alter. Was wollen wir jetzt als nächstes machen? Ich hab die Idee. Was denn? Wir müssen zu meiner Schule. Und was wollen wir da? Ja, ich hab letztens in der Arbeit eine 6 geschrieben und wenn ich die 6 auf dem Zeugnis habe, bin ich durchs Semester gefallen. Alter, wie dumm bist du denn? Wie kann man eine 6 schreiben, Junge? Ja, Junge, ich hab nicht gelernt. Ich hab nur Name und Datum aufgeschrieben. Ja. Aber ich hab noch eine andere Arbeit und da hab ich eine 1 und die müssen wir austauschen. Okay, und wie wollen wir das machen? Weißt du, wie spät es ist? 16 Uhr haben wir es jetzt. Oh, dann müssen wir uns beeilen. Der hat 16.20 Uhr Schluss und dann können wir dahin und können den Koffer von ihm klauen, Junge. Wir sind doch hier und los, dann los. Okay, los, komm. Ich hoffe, die Studenten sind heute nicht wieder zu spät. Komm, er ist hier oben gegangen. Ich weiß auch nicht, ich stand um die linke Tür. Warte. Ja, da ist er, da. Von daher. Man sieht dich aber nicht. Wie, man sieht mich nicht? Hey, wir sind doch unsichtbar, Mann. Das stimmt, Alter. Wir sind ja unsichtbar. Scheiße, Alter. Ja, geht weg, schnell. Oh, oh. Schnell. Komm. Digga, warum läuft der Typ? Keine Ahnung, ich sag doch, der ist komisch. Was hast du denn für einen Lehrer, Alter? Ja, nur der ist ein bisschen... Ja, man merkt das richtig. Macht der einen Spaziergang oder was? Ja, Junge, er läuft direkt viel. Er ist so dumm, komm schnell hinterher. Der ist einfach komisch. Mann, siehst du, was wir davon haben? Wir haben ihn verloren wegen dir. Junge, was wegen mir? Wegen dir, Mann. Natürlich wegen dir. Warum denn wegen mir? Sag mir ein Grund, warum wir wegen mir ihn verloren haben. Weil du die ganze Zeit quatschst. Du redest doch die ganze Zeit. Ich sag doch gar nichts. Wir haben verkackt, Alter. Hä? Da ist er doch. Stimmt, das ist er. Schnell runter. Komm, schnell. Und schon wieder kein Kaffee. Ich dreh durch. Ich hasse Stühle, ich hasse Studenten, ich hab keinen Bock mehr. Aber endlich Feierabend, Mann. Thank you.
Leise! Ja, ich bin doch leise. Ja, schleichen. Ja, schleichen. Siehst du ihn? Der schläft einfach. Der schnarcht noch wie ein Schwein. Ja, natürlich schnarcht er wie ein Schwein, dieses fette Schwein. Er ist auch durch dieses ganze Gebäude rumgelaufen. Sogar ich bin kaputt und müde. Ich hab doch gesagt, das macht der immer. Ja, Junge. Ja, warum sitzt du jetzt? Ja, weiß ich nicht. Du sitzt ja auch. Los, wir müssen. Ach so, okay. Ist das der Koffer? Ja, das ist der Koffer. Bist du dir da ganz sicher? Ja, der Typ hat immer nur diesen einen Koffer. Und da ist deine Klassenarbeit drin? Ja! Woher willst du das denn wissen? Mann, ich weiß es einfach. Das ist der Koffer. Warst du im Kofferraum drin? Also ich meine im Koffer. Hallo? Ich habe eine Idee. Warte. Schlaf, Lehrer, Lehrer, Lehrerlein. Schlaf, ja, Lehrer. Was machst du da? Digga, halt deine Fresse, mach einfach alles. Okay. Schlaf, Lehrer, Lehrer, Lehrerlein. Schlaf, nimm den Koffer, nimm den Warum Koffer. Denn ich? Warum soll ich denn den nehmen? Ist meine Klassenarbeit? Okay, ich nehme den Koffer. Entspann dich, ja? Geh, wo ist los? Rein, rein. Ist das ein Koffer? Ein Koffer schwebt durch die Gegend. Lass schnell weg hier. Komm. Was ist das? Komm, lass hier hoch. Lass hier hoch. Warte mal, Daniel. Irgendwas passiert mit mir. Junge, was passiert mit dir? Ich weiß es selber nicht. Es ist sehr komisch. Was denn los? Als ob deine Unsichtbarkeit weg ist. Oha. Ey, was ist das? Oh shit. Unsere Unsichtbarkeit ist weg. Hä? Wir haben eigentlich noch 5 Stunden. Junge, willst du mich verarschen? Du hast doch gesagt, das ist ein Kleiner. Komm, wir haben den Kopf. Wir müssen uns verstecken. Am Arsch. Wir sind am Arsch. Komm jetzt. Zwei Diebe! Das ist doch der Koffer von Herrn Nick! Verdammte Scheiße! Schnell! Schnell, wir müssen den Koffer verstecken! Lass einfach hier machen! Schnell, mach den Koffer auf! Lass schnell deine Klassenarbeit austauschen! Okay. Oh, fuck! Stehen bleiben, ihr Diebe! Das ist doch der Koffer von Herrn Nick, oder? Ja. Was macht ihr damit? Ey, Scheiße, Mann, wer ist das? Das ist der Hausmeister! Der Hausmeister? Ich schwöre, ich hab mit der Sache eigentlich nichts zu tun. Doch, hat er. Hä, hey, was lügst du, Junge? Junge, du bist doch auch hier, oder nicht? Ist mir scheißegal, wer von euch das klaut hat. Dann, was habt ihr damit vor? Ich hab eine 6 geschrieben, aber ich brauchte 1, sonst bestehe ich das Semester nicht. Ach ja. Junge, warum heulst du jetzt? Weil ich Mitleid mit dir habe, du Hund. Ach so. Der Hund. Wegen ihn stecke ich in dieser Scheiße fest. Junge, ich hab dich nicht dazu gezwungen. Hör doch auf! Ich kenn doch das Gefühl. Deswegen bin ich doch Hausmeister geworden. Was wolltest du denn sonst werden? Pilot! Danke Ihnen, dass Sie uns gehen lassen und nicht die Polizei rufen. Vielen Dank. Alles gut, Jungs. Ich verstehe euch. Früher war ich genauso. Wirklich? Wisst ihr was? Was denn? Ich tue euch einen Gefallen. Ich leg den Koffer wieder auf seinen Tisch, okay? Wirklich? Ja, das hat nichts zu tun. Sie sind so ein Ehrenmann. Sie sind so nett. Er verschwindet einfach. Okay. Okay. Hey, hallo. Klauen Sie mir den Koffer? Wer sind Sie überhaupt? Ich bin der Hausmeister. Hausmeister? Ja. Sie, Herr Nick, ne? Stimmt, Sie sind der Hausmeister. Was, klauen Sie meinen Koffer? Als ob einfach Herr Nick denkt, er will seinen Koffer klauen. Du warst doch so durch. Er wird 100% gekündigt. Das ist ein Missverständnis. Sie haben das alles falsch verstanden. Hab ich nicht. Ich habe den Koffer gerade zurückgebracht. Sie kommen jetzt mit. Ich hab doch gar nichts. Wir gehen jetzt zum Direktor. Das ist Ihr letzter Tag gewesen. Er ist sowas von gekündigt. Ja, genau, du bist der Hund. Komm doch rüber, wenn du dich traust, du Hund. Ich hab nichts gesagt, ich mag Schweinehunde. Er bewegt sich nicht mehr. Dein Junge, guck mal. Seine Seele ist rausgekommen. Nein. Steh mal auf von da, ich versuch's. Hast du deinen Körper nur lassen? Klappt nicht. Junge, wir haben aus Versehen was Gutes getan. Wir sind Heroes. Heroes. Wir sind Heroes. Junge, was ist das?
Siehst du ihn? Der schläft einfach. Der schnarcht wie ein Schwein. Natürlich schnarcht er wie ein Schwein, dieses fette Schwein. Ist da deine Klassenarbeit drin? Ja. Und was, wenn der nicht da drin ist? Okay, sei ruhig, ich habe eine Idee. Schlaf, weißer, kleines Lehrerchen. Lehrer, halt deine Fresse, Junge, gib mir eine Melodie schnell. Schlaf, kleines Lehrerlein. Nimm den Koffer schnell. Ja, warum soll ich den dann nehmen? Der lacht doch nicht, Junge. Wie nehmen? Eigentlich kenne ich das Gefühl, hör auf damit. Deswegen bin ich Hausmeister geworden. Ich kenne doch das Gefühl. Deswegen bin ich doch Hausmeister geworden. Was wolltest du denn sonst werden? Pilot. Warten Sie mal, was machen Sie mit meinem Koffer? Ich habe Ihnen die gerade zurückgebracht. Wie zurückgebracht? Ich habe zwei Diebe. Wollen Sie mir etwa den Koffer klauen oder was? Ich habe zwei Diebe erwischt. Wer sind Sie überhaupt? Herr Nick, ich bin der Hausmeister. Der Haus?